Hallo zusammen und willkommen zurück bei Gamer Campus. Der Nachfolger zu einem der am besten bewertetsten Spiele dieser Konsolengeneration klopft an unserer Tür. Mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai der 20. Hauptableger der langlaufenden Adventure-Game-Reihe. Schon seit 1986 rettet Link das Königreich Hyrule und vertreibt das Böse, das immer und immer wieder über das Land hereinfällt. Auch in Tears of the Kingdom ist das wieder das Motto und wir sagen euch, warum das Spiel in fast allen Aspekten seinen Vorgänger noch übertreffen könnte. So gut The Legend of Zelda Breath of the Wild auch ist, hat es einige Punkte, die man designtechnisch als fragwürdig bezeichnen kann. Breath of the Wild war zu Release für das Brechen der Konvention der Reihe bekannt. Struktur, Gameplay, Musik und viele weitere Aspekte haben sich drastisch vom vorherigen großen 3D-Ableger Skyward Sword unterschieden. Hier wird allem Anschein nach mit Tears of the Kingdom wieder ein wenig nach hinten gepaddelt. Ein Aspekt beispielsweise, der fast jedem Spieler negativ aufgefallen ist, war das Waffensystem und vor allem die geringe Haltbarkeit der meisten Waffen. Oftmals hat man eine richtig nice Waffe gefunden, die ordentlich reinhaut und nach nur ein paar Schlägen ist sie wieder hin. Mies. Natürlich hat das Gründe, ist nichtsdestotrotz ziemlich nervig. Wenn es jedoch nur eine Möglichkeit gegeben hätte, Waffen zu reparieren oder deren Haltbarkeit zu erhöhen. Aber warte mal, ist das nicht einer der Nebeneffekte der neuen Synthesefähigkeit in Tears of the Kingdom? Durch das Fusionieren von Gegenständen oder Waffen mit Waffen erhöht sich nicht nur deren Schaden, sondern auch die Haltbarkeit der Waffe. Wird dadurch die Haltbarkeit vielleicht sogar zurückgesetzt? Das wird sich zeigen, aber hier wird sich definitiv dem Kritikpunkt angenommen. Wenn man sich die bereits vorgestellten Fähigkeiten mal genauer anschaut, sieht man schnell, dass einige, wenn nicht sogar alle von ihnen mit Blick auf Breath of the Wild den Hauptkritikpunkten entgegenwirken sollen. Beispielsweise die Zeitumkehr. Hiermit können Fehler, die durch die Physik des Spiels entstanden sind, rückgängig gemacht werden. Mindert Frust durch Physikbugs. Die Ultra-Hand, damit kann man allerlei Dinge schustern, die beim Traversieren der Welt helfen und dadurch lange Reisen einzigartig und immer spannend gestalten. Und zu guter Letzt noch der Deckensprung. Hiermit kann man oftmals nerviges Klettern umgehen. Gerade wenn es in der Spielwelt regnet und der Grip nachlässt, dürfte der Deckensprung Zeit und Frust sparen. Auch die Welt selbst hat sich im Vergleich zum Vorgänger verändert und erweitert. Hyrule war schon in The Legend of Zelda Breath of the Wild sehr groß und weitläufig. Jetzt wird die Welt aber noch um die Vertikale ergänzt. Sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Eure Erkundungsreise verschlägt euch jetzt auch unter die Erde und in die luftigen Höhen. So wird in Tears of the Kingdom die gut designte Spielwelt von Breath of the Wild mit weiteren Sehenswürdigkeiten erweitert. So werden einige leere und uninteressante Stellen der Oberwelt aus dem Vorgänger zu Orten gemacht, die die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich ziehen sollen. Das wird erreicht durch die mysteriösen Himmelsinseln und subterrane Löcher, die sich nach der Auferstehung Ganondorfs aufgetan haben. Ein weiterer Kritikpunkt, den nicht nur das Kritiker-Echo wiedergegeben hat, ist, dass die Handlung von Breath of the Wild nicht nur sehr mager, sondern auch noch auf der ganzen Spielwelt verstreut ist. Man kann das Spiel quasi durchspielen, ohne jemals auch nur zu wissen, wie es zu den Ereignissen in Breath of the Wild überhaupt gekommen ist. Für viele, die Story nicht interessiert, wohl ein Segen. Für Fans von Story in Zelda-Spielen musste man schon in jeder Nische nach Infos und Schnipseln graben, um sich die Ereignisse zusammenzupuzzeln. Wer das konsequent getan hat, weiß tatsächlich schon viel über die Handlung von Tears of the Kingdom. So über das verschollene Volk der Sonai, die scheinbar eine große Rolle spielen werden, da wir ihre Automaten auf den fliegenden Inseln antreffen. Den Trailern nachzuurteilen, spielt sich die Geschichte von Tears of the Kingdom aber in einer nachvollziehbaren Reihenfolge ab und ist im Spielverlauf essentiell. Zu guter Letzt erwarten uns in Tears of the Kingdom allem Anschein nach auch wieder eher traditionelle Dungeons. Neben dem Waffensystem von Breath of the Wild dürften die Dungeons wohl der größte Kritikpunkt sein. Neben den vier Titanen, die als Dungeons dienen und sich nur marginal in ihrer Atmosphäre unterscheiden, gibt es in Breath of the Wild ja noch die 120 Schreine, die als Mini-Dungeons agieren. Damit scheint nun Schluss. War ganz schön, aber es fehlt der visuelle Unterschied. Die visuelle Identität dieser Dungeons ist einfach nicht gegeben, deshalb bleiben sie auch nicht im Kopf. Ganz abgesehen davon, dass die Bosse der vier Hauptdungeons auch alle recht ähnlich aussehen und aufgebaut sind. Hier hat Tears of the Kingdom also einfaches Spiel. Wie in einem Interview auf Nintendos Website ausgesagt, wird Tears of the Kingdom wieder eine etwas traditionellere Dungeon-Struktur verfolgen. All diese Aspekte und Verbesserungen erwarten uns also in Tears of the Kingdom. Ist damit der Preisanstieg auf 70 Euro gerechtfertigt? Wir verraten euch mal ein Geheimnis. Nein, der Preis steigt wahrscheinlich nur, weil physische Versionen des Spiels auf einer größeren und damit teurer herzustellenden Cartridge erscheinen.
Nichtsdestotrotz scheint uns mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ein Spiel zu erwarten, das seinen Vorgänger, The Legend of Zelda Breath of the Wild, in fast allen Aspekten übertreffen möchte. Ob ihm das gelingt und sich das später auch im Score widerspiegelt? Wir bleiben gespannt und werden euch natürlich auch unsere Meinung in Form eines Reviews bieten, sobald wir uns ein gutes Bild von dem Spiel machen konnten. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ein entspanntes Zelda-Wochenende. Bis dann und ciao.